Hey Leute und willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Wir machen jetzt hier gleich mit diesem Minispiel weiter, was höchstwahrscheinlich sowas wie Bejeweled sein wird. Aber ich werde vorher noch die heutige Frage vorlesen, beziehungsweise das heutige Thema. Und zwar kommt das von Nubisch. Ich weiß es leider nicht. Hey Trashy, bist du eigentlich ein Fan von Horrorfilmen, Creepypastas, Paranormalem etc.? Du hast ja gemeint, dass du American Horror Story mochtest, oder galt das nur für die erste Staffel? Die zweite ist ja um einiges krasser. So, das ist wie gesagt unser Thema. Jetzt erstmal schauen, was wir hier machen müssen. Und dann kann ich da gleich ein bisschen drauf eingehen. Oh, ist das doch nicht wie Bejeweled? Okay, click and drag plans to make matches of three, okay. Ah, ach so, es ist trotzdem so wie Bejeweled. Na, das ist ja nett, das mag ich eigentlich. Hallo? Achso, der hier, Mann. Achso, und die schießen dann alle von alleine. Das ist super. Das ist nicht schlecht. 75 Matches muss ich machen. Gut, werde ich hoffentlich hinbekommen. Du hier kommst nach unten. Und um direkt mal die erste Frage zu beantworten, American Horror Story, da mochte ich tatsächlich die erste Staffel. Die fand ich ziemlich gut. Die zweite dann nicht mehr so, weil ich da nicht so wirklich reingekommen bin. Also ich habe die erste Folge mehrmals gesehen. Ich glaube, sogar die zweite habe ich mir nochmal angeschaut. Die erste dann aber wirklich mehrmals, weil ich dachte, du musst da doch irgendwie reinkommen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich fand das Ganze nicht so interessant mit dieser psychiatrischen Klinik. Und ja, weiß ich nicht. Ich konnte mich da nicht so reinfinden irgendwie. Es haben aber schon so viele Leute gesagt, dass die Staffel um einiges besser ist. Und eben deshalb habe ich so oft damit angefangen, weil ich dachte, ja gut, dann musst du dir das echt anschauen. Kann ich die hier... Moment, Ah, ach, das tauscht die aus, oder wie? Verstehe ich das richtig? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Aber okay, ich sehe auch hier gerade keine... Ah, da kann ich rotieren. Dann rotiere ich mal. Ja, okay. Ja, so viel dazu zu American Horror Story. Und so viele sagen immer, die zweite Staffel ist so gut. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich sie mir tatsächlich nochmal anschauen. Ich weiß nicht, warum ich da nicht reingekommen bin. Irgendwie hat mich das nicht so wirklich gekriegt. Gekriegt hört sich auch merkwürdig an. Ihr wisst, was ich meine. Und zum Thema Horrorfilme. Ich habe früher so, so viele Horrorfilme geguckt. Also ich hatte richtig so eine Phase, wo ich alle Horrorfilme, die es gab, irgendwie angeschaut habe. Und ich wüsste aber jetzt keinen, von dem ich so richtig geschockt war und so richtig Angst hatte. Ich habe auch schon länger keine Horrorfilme mehr gesehen. Einfach aus dem Grund, weil ich immer denke, ja, irgendwie ist es sowieso immer das Gleiche und so richtig Angst habe ich dann doch nicht. Wobei ich ja niemand bin, wenn ich jetzt mal so an die Horrorspiele denke. Ich bin ja niemand, der total abgestumpft ist. Wenn ich so an Dreadout denke, oh Gott, das war das Allerschlimmste für mich. Aber ein Film würde mir da gerade nicht einfallen. Also ich weiß nicht, ich fand damals Ring ziemlich cool, als der rauskam. Und da habe ich auch mal das Original gesehen, das fand ich auch ganz gut. Aber ich hatte da nicht so wirklich Angst. Und bei diesen ganzen, ich nenne sie jetzt mal pseudo-realistische Horrorfilme, ich weiß nicht, wie jetzt genau die Bezeichnung lautet, aber sowas wie Blair Witch Project, Paranormal Activity, also alles, was so auf real gemacht ist, das catcht mich irgendwie null. Also, ich habe da überhaupt keine Angst. Es ist für mich so, ja gut, und dann bewegt sich da was und dann ist da ein Geist. Vor allem, weil ich auch vor Geistern absolut keine Angst habe. Also, Geister ist für mich so ein, abgesehen von Dreadout, ne? Also, Dreadout ist ja immer die Ausnahme. Aber Geister sind für mich überhaupt kein Thema. Ich finde Geister überhaupt nicht gruselig. Zumindest in den Filmen, die ich bis jetzt so gesehen habe. Und ja, keine Ahnung. Deshalb bin ich dafür wohl nicht ganz so anfällig. Und dann die komplett andere Seite, wenn wir jetzt mal von diesem Psycho-Horror weggehen, dieses, ich nenne es jetzt mal eher so Ekel-Horror, Splatter-mäßig, ihr wisst, was ich meine, so Saw und Hostel oder so, das ist dann eklig, das finde ich dann auch, wow, krass und weiß ich nicht, aber Angst habe ich da auch nicht wirklich. Wenn ihr eine gute Horrorfilm-Empfehlung für mich habt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Weil ich würde gerne mal wieder einen sehen, aber das meiste, ja, wie gesagt, interessiert mich dann schon nicht so, wenn ich lese, worum es geht. Junge Menschen gehen da und dahin und dann kommt irgendein böser Killer und bringt alle um. So wie das früher bei den Filmen immer der Fall war, Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und ja gut, das sind ja jetzt keine Horrorfilme mehr, ne? Früher hat man vielleicht gedacht, oh ja, gruselig. Aber ich glaube, heute bezeichnet es keiner mehr als Horrorfilm. Und ich habe es schon geschafft, wow. Das ging jetzt echt schnell. Gut, ich brauchte ja auch nur 75.
Wir haben ein weiteres Minispiel freigeschaltet. Ich überlege jetzt gerade, Invisigoal oder probieren wir nochmal das Bowling hier aus. Komm, wir machen nochmal das hier. Wenn da noch genug Zeit ist, würde ich das mit dem Bowlen nochmal probieren. In dieser Folge, weil wir müssen es irgendwann machen. Ich will mich da jetzt auch nicht ewig vordrücken. Was muss ich machen? Einfach nur Pflanzen? Die sind ja unsichtbar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Gut. Pass mal auf, wenn ich das hier benutze, sehe ich die dann? Da wäre einer gewesen. Okay. Es ist einer im Wasser. Oder hörte sich das jetzt gerade nur so an? Ich nehme mal das hier, um zu sehen. Da unten ist einer. Okay. Okay. Da ist doch wieder irgendwas im Wasser. Ich hätte jetzt gerne etwas für diese Reihe hier. Oh Gott, ich weiß ja nicht, wo der ist. Pass mal auf, ich setze den mal kurz dahin. Ich hoffe, der ist noch nicht weiter. Ich sehe ja, wenn er anfängt, hier zu knuspern. Mir fällt übrigens erst jetzt auf, dass die Seerosen Augen haben. Finde ich ja süß. Ja, Thema Horrorfilm, ich überlege gerade. Also Saw fand ich damals wirklich gut, als der erste Teil rauskam, weil es einfach sowas Neues war. Und ich glaube, Teil 2 war auch noch okay oder Teil 3. Ich weiß es gar nicht und alles danach war dann auch nur noch Mist irgendwie. Und sonst Horrorfilme. Ich habe keine Ahnung. Da ist wieder was im Wasser. Mann. Ich nutze das mal eben. Alter. Da, da und da. Okay, die sehen wir gleich hier knuspern. Das ist gut. Aber hier waren doch jetzt noch welche. Oder waren die hier hinten? Seerose. Okay, der könnte die aber platt machen. Das ist gut. Und zum Thema Creepypastas, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt noch nicht... Hier ist einer. Setz den mal dahin. Ich habe jetzt noch nicht so viele Creepypastas gehört. Setz den mal dahin. Aber die, die ich gehört habe, die waren schon ganz cool. Aber das ist halt auch nicht sowas, was... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das hört sich immer so an, als wäre ich total abgestumpft und nichts könnte mir was anhaben. Das ist ja gar nicht der Fall. Mist. Ich brauche hier irgendwas, sonst... War es das gleich? Es ist halt einfach so, vielleicht interessiere ich mich dafür zu wenig, dass ich sagen würde, ich höre mir jetzt privat einfach so, wenn ich nichts zu tun habe, Creepypastas an. Okay, das war die Reihe. Ich setze ihn jetzt trotzdem dahin und hier mache ich mal dicht. Oh Gott. Ist der schon hier? Mist, der war schon da, glaube ich. Und es ist einer im Wasser. Gut, dann kommst du mal dahin. Ja, ich weiß nicht. Creepypastas ist auch so ein Ding. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach noch nicht die richtigen gefunden. Oder ich war, als ich mir welche angehört habe, einfach nicht in der, sag ich mal, richtigen Stimmung dafür, um das irgendwie gruselig zu finden. Oder zumindest um eine Angst zu haben. Ich will ja gar nicht abstreiten, dass ich das nicht gruselig finde. Das auf jeden Fall. Oh, hier muss was hin. Aber dass ich dann so richtig Angst habe, das war bis jetzt noch nicht wirklich der Fall. Und auch so paranormale Sachen, weil ich das hier auch gerade lese. Weiß ich nicht. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Also wenn mir dann auch Leute erzählen, dass sie einen Geist gesehen haben, ein Geist in ihrem Zimmer war, wie auch immer, dann ich glaube das nicht so wirklich. Also ich finde es dann... Mist, das hier wird nichts mit der Reihe. Ich finde es dann spannend, dazu zu hören und interessant, was die Leute erzählen. Aber ich glaube es halt nicht wirklich, ne? Also... Ich glaube den Leuten schon. Ich denke da nicht, dass sie sich was ausdenken und einen anlügen. So meine ich das nicht. Aber ich glaube das nicht in dem Sinne, dass wenn die sagen, ja, da kam der Luftzug durch die Tür und ja, ich glaube halt dann einfach nicht, dass es Geist war. Für mich hat das meist dann immer irgendeine wissenschaftliche Erklärung. Und ich habe hier, glaube ich, ein Problem mit der obersten Reihe im Wasser. Das ist echt doof. Und wir sind erst bei der... mittleren Welle. Oh nein, Delfin. Oh, komm schon, dann gib mir wenigstens eine Seerose. Ey, das gibt's doch nicht. Ja gut, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit der Reihe hier.
sind alle unten. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich hätte trotzdem gerne eine Seerose jetzt ganz dringend für oben. Ich möchte den hier nicht verbrauchen vorher. Da kommt noch einer. Gut, dann könnte ich die beiden rein hier machen. Hallo, Seerose. Oh, danke schön. Ich setze den jetzt einfach nach ganz hinten. Oh. Was war das? Oh, Katapult. Oh, oh Gott. Die Reihe ist gleich weg. Pass mal auf, ich setze mal den hier hin. Sehr schön. Ah, Hilfe. Oh Gott, du kommst nach unten. Ich brauche eine Seerose. Hallo. Irgendwas wird doch hier wieder angeknuspert. Das hier, und da ist doch ein Flipper. Da ist eine Seerose. Und hier oben ist einer im Wasser. Mindestens einer. Nein, sogar mehr, glaube ich. Da oben ist einer und hier ist einer und ich habe da nichts. Mist. Kriege ich noch ganz schnell... Na gut, der bringt... Ah, Mist, der bringt nichts. Nein, nein, sie sind schon durch. Wo? Wo sind die durch? Hier, ne? Oh, nö. Och, Mann. Okay, nochmal. Klar, das machen wir echt nochmal. Ich glaube, jetzt bin ich auch so weit durch mit dem Thema, sodass ich mich ein bisschen konzentrieren kann. Also, wie gesagt, Horrorfilm-Empfehlungen auf jeden Fall in die Kommentare. Vor allem, wenn es irgendetwas, ja, ich sag mal, Außergewöhnliches ist, was man jetzt nicht sofort kennt. Da unten ist einer. Dann fange ich nämlich mit den Seerosen hier hinten an. Und auch bei Creepypastas, ne? Also, wenn ihr da was wisst, wo ihr sagt, das ist echt der Hammer, das ist so gruselig und man bekommt so krass Angst, dann schreibt mir das auf jeden Fall. Vielleicht kriege ich ja dann auch mal endlich Angst. Ist das schon einer im Wasser? Ach, das ist doch gemein. Ich baue jetzt einfach auf. Komm, du kommst ins Wasser. Du kommst dahin. Okay, da ist auch einer. Sehr gut. Seerose. Es hörte sich doch jetzt wieder so an, als wäre einer im Wasser. Hier ist keiner. Okay. Aber dann haben wir gleich zumindest die hintere Reihe schon mal vernünftig aufgebaut. Die beiden spare ich mir auf. Oh, der ist schon da. Kriegt er den? Nee, der kriegt den nicht. Weg. Weg mit dir. Sehr schön. Da weiß ich gerade noch nicht wohin, da warte ich mal ab. Hier ist auf jeden Fall einer und da ist auch einer, okay. Dann spare ich mir den hier doch mal, den Eispilz. Der kommt erstmal dahin. Was? Was? Wo wird hier angeknuspert? Nein! Ich habe es nicht gesehen, jetzt ist schon wieder die obere Reihe weg. Shit. Gucken, da ist keiner. Okay, hier sind die. Kommst du mal dahin? Oh Mann, jetzt gib mir doch nicht immer die hier. Gib mir noch einen P-Shooter für hier hinten. Aber da kann jetzt eigentlich keiner durchkommen. Das sehe ich ja, wenn der angeknuspert wird. So, hier ist der. Du kommst unten hin. Oh, da ist irgendwo einer mit Eimer. Hier eventuell. Okay, der ist da. Und der mit dem Eimer ist hier. Du knusperst weg. Pass mal auf. Weg mit dir. Dann kommst du dahin. Es wäre auch schlau, wenn ich jetzt noch Seerosen bekommen würde, wenn ich hier ein bisschen dicht mache mit Walnüssen. Pass mal auf, wo seid ihr? Da, da und da. Okay, es müsste aber... Das ist der mit Eimer. Ah, sehr gut, der Eimer ist weg. Müssten die das hoffentlich so schaffen. Sehr schön, so Seerose dann dahin. Oh. Ist hier einer mit Eimer? Bitte nicht. Ich sehe es ja hoffentlich, wenn er hier anfängt. Und unten ist auch einer drin. Mal
auf. Da kommst du hin. Hier unten. Oh, der knuspert das schon. Ich hoffe, der P-Shooter kriegt das hin. Ich glaube, es läuft ein bisschen besser als in der Runde davor. Ich will nicht sagen, dass ich es schaffe diesmal, aber es läuft ein bisschen besser. Es wäre nur echt schön, wenn die den hier mal irgendwie außer Gefecht setzen würden. Hier unten ist gerade keiner. Oh Mann, die kriegen den nicht. Was ist denn? Oh Gott. Okay. Shit. Unten keiner. Das war dumm. So, irgendwas hätte ich noch gerne für hier oben. Das spare ich mir mal eben ganz kurz auf. So, den P-Shooter dahin. Ich meine, man kann es ja eigentlich gut sehen, da wo die Erbsen halt treffen, ne? Aber im Wasser finde ich das gerade ein bisschen schwer zu erkennen. Zwei, so da. Im Wasser ist nur der hier. Oh, da kommt so einer. Shit, wie kriege ich den denn? Geht es damit? Oh, sehr gut. Kommt da direkt noch einer mit der Eismaschine. Du kommst mal dahin. Ja, da kommt direkt noch einer. Ach, das ist aber gut, dass ich das zumindest sehe. Ist mir in der Runde davor gar nicht aufgefallen. Ah, der hier wollte Serus wegknuspern. Mist, den brauchen wir da. Der kommt auch weg. Oh, Flipper. Flipper, wo bist du? Hier und da, okay. Gut, das müssten die beiden hoffentlich hinbekommen. Dann kommst du hier hin. Ja doch, das schaffen wir jetzt. Ich bin zuversichtlich. Was hat... Oh Gott, da kommt wieder so einer und ich hab nichts. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe! Gerade noch mega optimistisch. Shit, kann ich den da noch hinsetzen? Oh oh, oh oh. Oh, das könnte echt knapp werden. Ich hoffe, das war eine gute... Idee, es war eine schlechte Idee. Kann ich den nicht einfrieren? Oh oh. Oh, sehr gut. Hat noch funktioniert. Da knuspert einer rum, wie es aussieht. Kann ich aber gerade nichts gegen machen. Außer die vielleicht mal kurz anhalten hier. Die setze ich mal noch nicht hin, die Seerose. Da warte ich, bis der weg ist. Ist er weg? Ja, ich glaube schon. Kommst dahin. So, jetzt gleich die letzte Welle. Und ich war echt wieder verschwenderisch. Ich hätte ein bisschen warten können, bis ich hier ein paar mehr gesammelt habe. Aber gut. Da hat einer geknuspert. Der ist jetzt da. Okay. Ist der weg hier oben? Das wäre gut. Den hebe ich mir mal kurz auf, bis wir gleich die nächste Welle haben. Ah, ne, jetzt haben wir zwei. Das ist okay. Da und da. Okay. Hier ist einer. Weg mit dir. Ach Mist. Habe ich umsonst genutzt. Damit können wir die ja zum Glück auch ein bisschen verlangsamen. Es ist ja nicht nur so, dass wir die dann sehen. Ja, toll. Jetzt habe ich keine Seerose mehr, außer die hier. Die nutze ich jetzt auch. Noch dahin. So, die letzte Welle. Da knuspert einer rum. Ich setz den mal einfach dahin. Sehr schön, das hat funktioniert. Ja, wir können sie ja noch mal ein bisschen aufhalten. War es denn hier schon? Nutze ich den mal einfach dahin. So, wo haben wir jetzt noch einen? Hier unten ist noch einer, da ist noch einer. Sind das die letzten beiden?
Wer ist der Letzte? Nee, hier ist noch einer. Der müsste aber auch gleich weg sein. Dann haben wir es geschafft. Ach, wie schön. Das freut mich. Ist auch nur noch der eine hier, ne? Na komm, dann mach den doch jetzt fertig. Nee, da ist noch einer. Machen wir es mal eben so. Na komm, jetzt nimm ihn doch... Ah, sehr schön. Yay, die nächste goldene Trophäe. Und das war's auch für diese Folge. Ein neues Minispiel. In der nächsten Folge, ich verspreche es euch, ist aber wieder Bowling dran. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.